Es ist der vorletzte Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg für die VfB-Frauen. Nach dem Last-Minute-Sieg beim FV Niefern letzte Woche geht's im letzten Auswärtsspiel der Saison gegen Mühlhausen. Erst in der 90. Minute war den Stuttgarterinnen gegen Niefern der Siegtreffer gelungen. Heute sollte es nicht so lange dauern. Philipp für Geiring. Die ganz frühe Führung nach einem schön ausgespielten Angriff. 11. Saisontor von Geiring. Und der Treffer in der Anfangsphase gibt eine Menge Auftrieb. Wieder Philipp mit der Hereingabe. Fast eine Kopie des ersten Treffers. Geiring mit dem Doppelpack. Die VfB-Frauen dominieren das Spiel, spielen sich immer wieder gute Gelegenheiten raus. Geiring weiter zu Fleischmann. Kolb kann parieren. Die Torhüterin von ihren Mitspielerinnen in Halbzeit 1 zu häufig im Stich gelassen. Wie bei diesem zu kurzen Rückpass, wieder ist es Sophie Geiring, die innerhalb von 18 Minuten ihren Hattrick macht. Mit 13 Toren hat sie jetzt genauso viele Treffer wie Kapitänin Anja Selensky. Und für den VfB sollte es noch besser kommen. Celine Philipp mit ihrer dritten Torbeteiligung. Dieses Mal trifft sie selbst. 4:0 der Pausenstand, besonders dank dem Hattrick von Sophie Geiring. Auch defensiv ist das bisher ein richtig guter Auftritt der Stuttgarterinnen. So richtig gefährlich wird es selten. Steiner hat aufgepasst. Die Gastgeberinnen ziehen sich dann mehr und mehr zurück. Für den VfB wird es schwieriger, zu Gelegenheiten zu kommen. Trotzdem wird es gefährlich. Und in der 73. Minute dann nochmal die VfB-Frauen. Theresa Böble mit dem 5. Treffer. Tolle Teamleistung, starke Reaktion nach der letzten Woche. Wir springen in die Schlussphase. Zweimal sollte es noch richtig gefährlich werden vor dem Mühlhausener Tor. Dana Kanan muss hier eigentlich Treffer Nummer 6 machen. Und auch Böble kommt nochmal zum Abschluss. Unter die Latte. Schwer aufzulösen, ob der Ball nicht vielleicht doch hinter der Linie war. Es bleibt aber beim 5:0 Auswärtssieg der Stuttgarterinnen, die am letzten Spieltag zu Hause gegen den TSV Neckarau ran müssen. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr gut reingekommen heute. Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen wie letzte Woche in Niefern. Die Mannschaft hat das richtig gut gemacht. Wir haben unsere Tempo ausgenutzt am Flügel, sind schnell in Führung gegangen. 1-0, 2-0, 3-0 und ja, zur Halbzeit 4-0. Zweite Halbzeit war es dann so Sommerfußball. Der Gegner wollte nichts mehr, stand tief. Wir haben uns dann auch schwerer getan, hatten aber trotzdem noch zwei, drei Riesenchancen, auch das Ergebnis höher zu stellen. Im Endeffekt ist es ein sehr gutes Ergebnis, sehr gute Leistung. Wir haben, glaube ich, nur eine Chance vom Gegner zugelassen. Von daher bin ich sehr happy und sehr zufrieden. Ja, so, ein Hattrick zu schießen ist immer wieder geil. Und ja, es war zweimal überragend vorbereitet von Celine. Da muss man nur noch den Fuß hinhalten. Und ja, das dritte Tor, da mal kurz die Unachtsamkeit von der Defensive ausgenutzt und den Ball kurz mal weggeschnappt. Aber wie groß und ganzen einfach von den Mitspielerinnen gut in Szene gesetzt. Und da muss man als Stürmerin nicht mehr viel machen. Ist einfach nur dankbar.